Eine weitere Folge Teach Me auf unserem Channel Walkman, heute wieder einmal in Stuttgart bei Cassie im Studio. Und dein Name nochmal, Mann. Mosenu. Mosenu, genau. Eigentlich sollte ich es wissen, hab dich ja bei hiphop.de gesehen. Egal, und ja, mit Mosenu auch am Start. Machen heute ein Interview mit Cassie, werden auf jeden Fall mit ihm über Hip-Hop sprechen, über Rap United, was er veranstaltet, was das eigentlich ist, wieso er damit angefangen hat. Und wo es in die Zukunft damit geht. Und dann sage ich erstmal, hi Cassie, alles klar? Ja, alles gut. Und bei dir? Ja, auch. Wie geht's dir? Gut. Du bist schon locker drauf. Ist es die Kamera oder die? Beide. Wir Ach schneiden so, dann immer da rein. Gut. Okay. Mach das Ruse nicht mit zwei Kameras. Doch, der hatte auch zwei, aber mich hat es ein bisschen gerade verwirrt. Sowieso, jetzt auf welche jetzt? Warum ist das Dings da? Guck einfach in die, das ist immer gut. Ach so, okay? Ja, ich muss ja Dings. Okay, tamam. Alter, was für ein Film hier gerade gemacht. Die Frage. Mir geht's gut, Mann. Die Kamera, ich guck die an. Okay. Naja, wir fangen. Der Rapstar draußen dann, ne? Rapstar, das dicke, dicke Rapstar. Daniel hält drauf. Okay, legen wir los. Ja, Cassie, wir wollen auf jeden Fall mit dir heute locker lässig, wie wir es jetzt schon eigentlich machen, über Rap. Locker lässig ein Interview anfangen, gell? Auf einmal bringe ich die Emotionen mit, da habe ich doch Rapstar. Wir wollten mit dir auf jeden Fall über Rap sprechen, über Hip-Hop allgemein, was du noch so für andere Elemente bedienst vielleicht. Okay. Sprayen, wir haben uns ja schon letzte Woche getroffen, da war es um einiges wärmer eigentlich. War es um einiges wärmer und ich glaube, da war ich auch ein bisschen lockerer drauf als heute irgendwie. Ich weiß, vielleicht liegt es auch am Wetter. Echt? Kann sein, ich hasse Regen. Wenn ich Regenwetter habe, dann denke ich immer an Knast und so. Okay, du hast ja aber letztes Mal eigentlich mehr Stress um die Ohren gehabt wegen Rap United, war auch viel Organisatorisches hinten dran und man hat dir dann schon etwas angemerkt, dass du ja also viel im Kopf hattest, deswegen würde ich sagen, dass du eigentlich heute etwas lockerer drauf bist. Ja klar, jetzt, wir mussten auch letztens auch, glaube ich, 26 Künstler oder so, wenn ich mich nicht irre, auch alle gucken, dass die, wir mussten es jeden zurecht machen, sagen wir es mal so, und das ist schon so eine Aufgabe für sich. Dann können wir ja eigentlich gerade anfangen, direkt mit Rap United, wenn wir schon dabei sind, und reden später ein bisschen über deinen Rap. Rap United, erklär uns einfach mal, was ist das? Also Rap United ist eine Plattform in Stuttgart momentan für junge, auch ältere Künstler, die noch unentdeckt sind. Von mir aus können die auch entdeckt sein, wenn die Bock haben, bei uns aufzutreten. Wir bieten in Stuttgart eine Plattform für Künstler. Wieso gerade in Stuttgart? Weil es hier in Stuttgart keine Plattform gibt. Es gibt vielleicht eine kleine, aber das, dieses Rap-Kessel, aber sowas, was wir machen, gibt es nicht. Also, dass wir den Künstlern eine Möglichkeit bieten, in eine Diskothek, eine bekannte Diskothek in Stuttgart, im Tonstudio, auf der Bühne zu stehen und vor den ganzen Leuten zu rappen und so. Ich meine, sowas hat bis jetzt hier keiner in Stuttgart gemacht und ich wollte damit anfangen, mal so ein Statement zu setzen. Wie bist du auf die Idee gekommen? Hast du dir das von anderen Städten abgeguckt? Nee, ganz einfach. Guck mal, ich mache Musik schon sehr, sehr lange. Und als ich angefangen habe, Musik zu machen, gab es einfach keine Möglichkeit oder so, wo ich irgendwie auftreten konnte. Und egal, wo ich hingegangen bin, jeder hat immer Nein gesagt oder immer einen Korb gegeben und so. Musste mir alles selber arbeiten, das, was ich gemacht habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, hey, das ist schwer für Jugendliche, irgendwie eine Möglichkeit zu kriegen, irgendwo aufzutreten, es sei denn, es ist irgendein Straßenfest oder irgendein Jugendhaus oder so. Und ich wollte damit anfangen, um mal so ein Statement zu setzen, hey, ich mache hier in Stuttgart was, schon seit lange, und es wird mal Zeit, dass es jeder mal begreift. Und Stuttgart, die Szene muss hier wachsen, definitiv. Und wie können die Künstler eigentlich zu dir dann kommen? Sagen sie einfach auf der Straße, hey Cassie, ich hätte Bock beim nächsten Rap United mitzumachen. Guck mal, wir haben eine Facebook-Seite, Rap United-Seite, wir haben eine E-Mail-Adresse auch auf der Facebook-Seite und die Leute können sich bei uns bewerben und wir hören uns das dann alles an und entscheiden, ob das passt oder nicht. Wenn du wir sagst, wer ist das? Entscheidest du dann auch vielleicht mit? Nee, das überlasse ich ganz Cassie, der macht es schon gut. Bisher habe ich also dort von all den Künstlern, die dort waren, selten schlechte gesehen. So jeder hat irgendwie Songs gehabt, die einem so gefallen haben. Also ich entscheide da nichts mit, so bei der Dings. Würdest du aber... Ich schlag natürlich manchmal Leute vor. Okay. Und bisher war das immer so, dass Cassie
nie irgendwie einen Film daraus gemacht hat. Also deswegen, für jeden, der denkt, dass er irgendwas drauf hat, meldet euch bei Cassie und dann. Bewerbt euch bei uns auf jeden Fall. Aber du sagst wir, wen meinst du mit wir? Ja, ich und meine Partnerin natürlich entscheiden das alles. Wir sprechen alles zusammen ab und dann bringen diese ganze Sache zum Laufen. Hast du eigentlich Leute schon mal dann abgelehnt für Rap United, weil du so gesagt hast, noch zu unerfahren, zu schlecht oder nicht dein Geschmack? Ich sag dir ehrlich, eigentlich nicht. Meistens ist es so, dass die Leute sich bei uns bewerben und dann ist das Line-Up schon voll und rücken dann irgendwie später dazu. Und dann sage ich, ey, tut mir leid, dieses Mal hat es nicht geklappt, weil Line-Up voll ist. Aber bewerb dich doch nochmal für, sagen wir mal, für nächsten Monat, Oktober oder so. Wie groß ist dann ab und an das Line-Up? Unterschiedlich. Wir haben meistens so zwischen 25 Künstler, 26 Künstler, je nachdem. Manchmal haben wir auch Gruppen da, die natürlich mehr Zeit brauchen. Und dann schauen wir halt, dass das Line-Up auch dementsprechend kleiner ist. Wie lang haben die dann Zeit? Ich meine, bei 25 Künstlern kann ich mir schon lange vorstellen. Die Dinge, die meisten Künstler, die solo auftreten, haben halt 10 Minuten Zeit. Das sind so ungefähr 3 Tracks. Mhm. Haben da ihre Möglichkeit, sich zu beweisen und zu zeigen, was sie können. Ja, kleiner gibt es halt dann die Gruppen. Die zu dritt oder zu 14, da kann ich nicht sagen, hey, nur 10 Minuten. Dann lasse ich die schon ein bisschen länger spielen, sodass jeder was davon hat. Ja, Mann. Und wie ist dann so das Genre? Also ich meine, wer tretet da auf? Und was für Leute ist dann so Oldschool-Hip-Hop oder Trap? Oder? Guck mal, das ist echt, ehrlich gesagt, eine bunte Mischung. Da ist alles dabei. Boom-Rap, alles, da ist alles dabei. Trap, so, alles ist dabei, auf jeden Fall. Hörst du auch? Ja, alles. Hörst du alles? Shit haben wir da, wir haben Franzosen, die da auch aufgetreten sind. Russen hatten wir schon da bei unserer Veranstaltung. Auf Russisch? Auf Russisch. Dann hatten wir mal einen Ukrainer da, der auch auf Ukrainisch gerappt hat. Was hatten wir noch? Wir hatten schon alles Mögliche da. Wir hatten auch Sänger da, der ab und zu mal aufgetreten ist. Eine Sängerin hatten wir auch mal da. Also jeder kann sich bei uns bewerben. Es muss jetzt nicht unbedingt Rap sein. Wenn du meinst, du bist so eine R&B-Sängerin oder ein R&B-Sänger, das geht auch so in die Hip-Hop-Richtung. Verstehst du? Könnt ihr euch auch gerne bei uns bewerben, ist kein Problem. Blockflöte spielen auch. Ist Blockflöte für dich Hip-Hop? Ja, Blockflöte spiele ich schon oldschool. Für dich ist das auch Hip-Hop? Ja, kommt drauf an, was für ein Beat drunter ist. Oder wenn man dazu Beatboxt. Ja, da gibt's auf YouTube ein paar Videos. Nee, ich meinte eigentlich, ja, Blockflöte spielen. Meldet euch einfach. Blockflöte ist kein Hip-Hop, das weißt du doch selber, Dicker. Ja, gut, ich meine, jeder definiert für sich selber Hip-Hop, ne? Wir haben mal einen gefragt auf dem Inside-Festival, dann habe ich in Aalen, wenn ihr das vielleicht kennt, haben wir ihn gefragt, was eigentlich für ihn Hip-Hop ist und er sagte Skaten. Okay. Also war jetzt meiner Meinung nach nicht Hip-Hop, aber da kann jeder selber irgendwie entscheiden. Ich glaube, der ist mit seinem Kopf, mit Skateboard auf den Kopf gefallen, oder? Kann mir nicht erklären. Der ist so aufs Skateboard gefahren und so auf die Schnauze. Ich kann mir nicht erklären, warum der denkt, Skaten mit Hip-Hop, Alter. Ja gut, naja, das war so hinter der Kamera, das haben wir gar nicht aufgenommen, aber das fiel mir gerade so ein bisschen ein. Ja, wo waren wir eigentlich jetzt? Von Blockflöte sind wir zu Hip-Hop. Genau, was sind eigentlich andere Hip-Hop-Elemente für dich? Hast du andere Hip-Hop-Elemente bedient oder bedienst du die immer noch? Also es gibt die Elemente, die ich kenne, ist Breaken, Taken und Rappen. Ja, DJing noch. DJing noch, ja, es gehört alles dazu. Ich habe jetzt gebreakt früher, wo ich jung war. Und Sprühen war nicht so mein Ding, weil da habe ich mich immer voll gemacht. Da habe ich damals immer nur Stress zu Hause bekommen von Eltern, weil immer die Klamotten mit Farbe waren. Da gab es auch oft hinter die Löffeln. Deswegen, das Sprühen war nicht so mein Ding. Ich war vielleicht in der Schule, in Kunst war ich sehr gut, aber so das Sprühen war nicht so mein Ding. Und wie ist es bei dir? Breaken? Ja, habe ich auch mal. Deswegen habe ich so flinke Beine. Und Sprayen? Nee. Gab es zu Hause nicht Stress? Nee, ich hab nie gesprayt. Ich habe versucht, das Einzige, was für mich so mit dem Taggen und so in Verbindung kommt, ist sein Name so in Graffiti aufs Blatt zu schreiben. Ja, weißt du, das Ding ist aber auch so, zum Beispiel die Musik, die wir machen, die Musik, die du auch machst, musst du, gell, die ist auch, das ist so eine Musik, alle, wo du dich einfach bewegen musst, auch in den Videos und so. Früher gab es zum Beispiel nicht. Früher waren die Leute eher schüchtern, haben sich nicht bewegt. Mittlerweile bewegen sich viele. Ja. Tanzen auf Videos war irgendwann komisch so, wenn du als Rapper getanzt hast in deinen Videos.
Mittlerweile macht das wurde Ding. Verstehst du? Jetzt ist es halt, das kommt wieder so in Trend so. Also wir verbinden jetzt Break und warum wieder? Warum, Musik. Warum kommt das wieder? War es einmal und war es dann weg? Gab es das schon mal? Dass sich das zu tanzen auf den Videos. Der Rapper selber so zu tanzen in Videos war scheiße. Dann hat er halt irgendwelche Frauen organisiert, die dann Dings. Aber jetzt mittlerweile ist es halt, je wilder du dich in den Videos bewegst, desto cooler ist es. So desto geiler deine Moves in den Videos Meine sind ich, und deine Bewegungen, desto bleibt es mehr in den Kopf von den Leuten. Weißt du, wie ich meine? Also mir geht es zumindest so. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel die französische Szene angucke und mir da französische Videos reinziehe von den Künstlern, die alle, wie die sich bewegen und so, das bleibt einfach in deinem Kopf hängen. Und dann schaust du es dir automatisch wieder an, weißt du, was ich meine? Ich hab dein Halt-die-Fresse-Video gesehen und da habe ich ein bisschen Kommentare durchgelesen. Da waren einige Kommentare und da hat einer geschrieben, dass du der erste deutsche Rapper bist, der am Deppen ist. Diese Handbewegungen. Wenn der das vielleicht denkt, dann cool, aber ich bin nicht der Erste. Wer war der Erste? Deiner Meinung nach? Oh, keine Ahnung, wen gab's da, Alter? Die Jungs von MRG haben das schon die ganze Zeit gemacht. Also das war irgend so ein Fisch, Alter, der da irgendwas schreiben wollte. Ja, Hate-Kommentar, ganz einfach. Ja gut, ich würde es nicht als Hate sehen, warum denn? Also ja Mann, die machen sich doch darüber lustig, einfach weil noch ein Stock in ihren Arsch steckt. Weißt du, was ich meine? Irgendwann hat doch jeder... Dieses Deppen und so kommt ja von Trap so ein bisschen. Ja, so genau. Und Macht Rap waren so die Ersten, die Trap in Deutschland gemacht haben. Wann haben die damit angefangen? Schon ein paar Jahre her. Jay hat schon vor ein paar Jahren damit angefangen, Trap zu machen. Ich habe Jay nicht so auf dem Schirm gehabt. Also jetzt bringt er ja demnächst was raus und so. Und da habe ich mir das dann die neuen Sachen angeschaut. Du bist ja auch mit dabei. Und das ist sehr Trap-mäßig. Aber das erste Mal Trap wahrgenommen habe ich in Deutschland mit Flair. So dieses La Vida Loca und so. Ich glaube, das war 2012, 13, ich weiß nicht. Ja, aber ich glaube, der Jay hat schon vor Flair Trap gemacht. Müssen wir mal fragen. Du bist ja dicke mit... Jay, kannst du mal fragen, wann genau der damit angefangen hat? Würde mich echt interessieren. Das später mal machen. Alles klar. Da wollte ich aber jetzt noch zurückkommen, nochmal zu Rap United. Es wird ja nur gerappt. Würdest du es auch erweitern auf andere? Gesungen. Ja, gesungen auch, aber also halt mehr auf dieses Musikalische. Würdest du das auch irgendwie erweitern auf Graffiti-Sprayen oder B-Boy-Battles? Klar, guck mal, das Ding ist, wir hatten jetzt schon vor, also wir haben das schon... durchgesprochen, dass wir Rap United erweitern möchten, jetzt nicht nur in die Rap-Richtung. Wir haben auch gedacht, dass wir vielleicht so BPM-Battles machen, so Beats zeigen und wer ist der Beste und so, dass wir sowas vielleicht machen oder vielleicht ein paar Tanzshows und so, Tanzdinger, damit wir diese Elemente haben, weißt du, wie ich meine? Mhm. Aber das ist alles gerade noch in Planung und sage ich euch noch Bescheid. Aber wir haben das schon die ganze Zeit gedacht, dass wir das jetzt mal machen sollten. Ja, wir werden auf jeden Fall ein paar Mal vorbeikommen. Vielleicht ergibt es sich dann, dann kannst du ja noch mal ein bisschen die Werbetrommel auf für Breaker und Beat Producer schlagen. Klar. Dann würde ich einfach sagen, kommen wir mal. Bist du gerade am Snappen oder wie? Nee, ich wurde gerade auf ein Foto markiert. Echt? Okay, von wem? Von Boys in the Foot, die Gang. Da wollte ich eigentlich dann gerade rüberleiten zu dir, also zu deiner Musik. Du hast ja ein Album, welches jetzt schon etwas länger draußen ist, seit Mai, glaube ich, Hey Bello. Und da wollte ich eigentlich mit dir eigentlich von ganz Anfang an anfangen. Also wie hat es bei dir angefangen mit Rappen? Du hast mal in einem Interview gesagt, dass du auf jeden Fall in einem Jugendhaus angefangen hast. Da hat es dir aber nicht so gefallen. Also du hast dann schnell dein eigenes Ding gemacht. Man sieht es ja auch mit Rap United. Du bist der Veranstalter. Bist du so ein Typ, der Dinge gerne selber macht? Klar, auf jeden Fall. Das weiß ich schon immer. Aber zu der ursprünglichen Frage, die du gestellt hast, wie ich mit Rap angefangen habe. Also die Sache, was du in dem Interview gehört hast mit Jugendhaus, das kam etwas später. Also meine ersten Texte habe ich in der Schule damals geschrieben. Da war ich, glaube ich, 10, 11 oder so. Habe ich angefangen, so mit Freunden in der Klasse, so aus Spaß, so Texte zu schreiben und so, weißt du? Mhm. Man hat sich die Texte gegenseitig gezeigt. Und irgendwann so nach dem Tod meines Vaters habe ich so meine Probleme, die ich hatte und die ganze Wut und alles, was ich so in mir hatte, habe ich so in Texten verpackt. Und so hat sich dann weiter so entwickelt, die ganze Geschichte.
Irgendwann dann mit 16 habe ich dann, das was du jetzt erwähnt hast, mit 16 habe ich meine ersten Aufnahmen gemacht im Jugendhaus, das stimmt, im Studio 92. Aber das Ding war einfach so, dass du im Jugendhaus nicht einfach das rappen kannst, was du gerne möchtest, verstehst du? Die haben zum Beispiel gemeint, ey, man darf keine Schimpfwörter benutzen oder so. Brauchst du die? Guck mal, ich sag mal so, Rap gehört das einfach dazu. Wenn du sagst, ey, fick dich, Alter, dann fick dich, Alter. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß, was du das meinst. Ist, das ist irgendwo der auch Rap erfunden. Man sagt das, was man denkt und keiner kann dir irgendwas machen oder so oder keine Anzeige dafür kriegen. Du kannst einfach sagen, fuck the police. Ja, wobei, da gab es einige Rapper wie NWA, also die haben wegen solchen Sachen haben die fast Kopf und Kragen riskiert. Die haben Kopf und Kragen riskiert und das hat sich durch die ganze Welt durchgesetzt einfach. Heutzutage ist das ja etwas, sag ich mal, salonfähiger geworden. Das sagt ja Motrip in einem Text von sich, dass bei Rap unter anderem darum geht, ein Schimpfwort salonfähig zu machen. Klar, mittlerweile denke ich auch so, dass du zum Beispiel eine Sache, die du sagen möchtest, die sich vielleicht ein bisschen so abgefuckt anhört, zum Beispiel wie ich, ja Mann, ich still Drogen, ich zieh Koks oder so, kannst du mittlerweile so verpacken, dass du es trotzdem noch verkaufen kannst und es trotzdem nicht irgendwie in Ding kommt und so, wie nennt man das, Index kommt, weißt du, wie ich meine? Also, es gibt die Möglichkeit, Sachen so zu verpacken, dass es nicht so weit kommen muss, dass Sachen indiziert werden und dass es sich so krass anhört, obwohl es trotzdem krass ist, verstehst du? Ja, das lernt man halt aber mit der Zeit. Ja, oder es könnte auch sein, dass die Gesellschaft einfach ein bisschen abgestumpft ist mit der Zeit. Guck mal, ich lache immer darüber, wenn zum Beispiel in deutschen Diskotheken Army-Musik läuft und der wortwörtlich in den Track sagt, Alter, ey Baby, komm und lutsch meinen Schwanz und so. Ich will dich ficken, dies, das. Das sagt er wortwörtlich. Und die Leute hier denken sich, ey, das ist amerikanisch und gehen trotzdem drauf ab. Und stell dir vor, einer bringt das jetzt auf Deutsch und lässt es in den Club spielen. Dann stehen die so da und denken sich, ey, was geht? Die haben halt hier in Deutschland einfach einen Stock in den Arsch, was Musik angeht. Wer weiß, wie sich das ändert. Also Hip-Hop ist ja sehr stark am Kommen in den letzten paar Jahren. Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Aber zurück zu deinem Album, du hast über Rapshot released, sage ich jetzt mal. Bist du bei ihnen gesigned? Nein, mit Rapshot habe ich nur einen Bandübernahmevertrag gehabt für mein Album und mehr nicht. Das heißt, du hast also nur ein Album damit gemacht und die haben das dann, also den ganzen Papierkram, sage ich mal, dafür erledigt und du hast dich dann... Genau. Möchtest du was sagen? Genau so. Okay, ja, okay. Machst du gerade, während ich mit ihm rede, hier irgendwie so blöd? Das war ein Insider. Wenn du willst, können wir auch gerade tauschen. Da gehst du raus und dann kommt der Nächste und setzt dich auf deinen Platz und so. Wollen wir? Nein, Quatsch, kannst hier sitzen bleiben. War nur doch, Spaß. Die kommen auf meinen Schoß, Bruder. Nein. Willst du auf seinen Schoß kommen oder was? Will er nicht, siehst du. Naja, machen wir weiter. Zu deinem Album. Du hast auf jeden Fall ziemlich vielseitige Sachen, also sehr stark Gangster-Rap und aber auch Trap. Also das ist so dein Ding. Oder was bevorzugst du mehr, Trap oder Gangster-Rap? Guck mal, Cassie ist gerade dabei, Trap zu ficken, Alter. Ihr habt alle, glaube ich, den Hasen noch nicht gerochen, Alter. Wie riecht ein Hase? Streng. Streng. Ja, Mann. Angenehm streng oder unangenehm streng? Eher angenehm, aber kommt ganz drauf an, ob der Hase alter Hase war oder so. Du musst nicht so nah ans Mikro, das ist also... Ja, sorry. Eigentlich will ich das Mikro selber halten und dir die Fragen stellen. Ja, das können wir vielleicht hinterher machen. Nein. So, was ist... Dass du hier nichts irgendwie verdrückst, oder? Okay, was ist Hip-Hop für dich? Hip-Hop ist für mich ganz viel. Also Hip-Hop für ja, aber dahin, Dicker. Was für mich Hip-Hop ist, ja, jetzt Hip-Hop für deine Fans, die sollen jetzt checken. Für meine Fans, Hip-Hop ist für mich Lebenskultur. Hip-Hop ist für mich ein Teil der Gesellschaft. Und deswegen machen wir auch Walkman, damit die Leute sehen, dass es ein Teil der Gesellschaft ist und nicht ein... Damit das ein bisschen salonfähiger wird, weil kennt ihr das, wenn ihr dann so... Er hat Politik gemacht, Dicker. Hip-Hop ist eine Geldquelle, Alter. Für dich, also für mich, auch, nein, ich verdiene mit Hip-Hop, Geld damit verdienen, Alter. Ich verdiene damit kein Geld. Okay, woher die Schuhe?
Ja, von einer anderen. Zeig mal die Schuhe. Ja, wollt ihr die Schuhe sehen? Findest du sie gut? Sind nice. 200 noch was, gell? Ja, über Preise müssen wir nicht reden, aber Geldquelle kommt von woanders, ne? Von der Baustelle. Okay, ne? Ja, wie ist das Ding überhaupt? Ja, ich hab's schon im Kopf. Aber wenn wir dann schon gerade dabei sind, wie ist das eigentlich mit euch, Geldquelle? Wenn du sagst Geldquelle, ist Hip-Hop deine einzige Geldquelle? Es war Spaß, Alter. Ich liebe Hip-Hop. Hip-Hop ist für mich ein Lebensgefühl. Ja, sag, gut, kein Problem, aber ist trotzdem Hip-Hop. Aber jetzt nicht hier Hip-Hop. Tut mir leid, dass damals diese Umstände waren. Und aber ist Hip-Hop für dich die einzige Geldquelle? Also Jay hat ja bei Roos gesagt, da wurde die Frage gestellt, kannst du von Hip-Hop leben? Und dann sagte der, ich rappe, ich lebe. Ist das bei dir auch so? Oder musst du noch irgendwie anders? Nee, ich befolge gerade dasselbe. Ich habe lange Zeit gearbeitet und als was? Als Fachlagerist. Aber ist ja egal, das ist jetzt nicht wichtig. Ja, ist ja kein Stress, ich arbeite also auch. Ich lebe und rappe, aber ich habe auch gerappt und gearbeitet. So. Also ich habe da keinen Dings gemacht, weißt du, ich meine. Cassie, wie ist das bei dir? Ich rap und lebe, Bruder. Auch, okay. Ja, wir waren noch bei deinem Album, also haben wieder einen kurzen Schlenker gemacht. Und da war ja das mit diesem Gangster-Rap und Trap. Was bevorzugst du mehr? Oder magst du beides? Oder sagst du, ich mache jetzt ein bisschen Gangster-Rap, weil ich das am Anfang gemacht habe und will jetzt rüber zu Trap? Guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe immer das gemacht, was mein Herz und was mein Bauchgefühl mir gesagt hat. Und das, was ich auch erlebt habe in meinem Leben. Ich habe nie irgendwas gesagt, was ich nicht gemacht habe oder gesehen habe, verstehst du? Und dieser Lifestyle, dieses Gangster-Rap und so, das ist alles, was ich, was soll ich anders rappen, Alter? Das ist mein Leben, das habe ich jetzt jahrelang gelebt, dieses Leben, dieses Lifestyle. Und klar versuche ich das, wie ich dir vorhin schon gesagt habe, es anders zu verpacken, damit es ein bisschen für die Leute da draußen auch anders rüberkommt und so. Und dass die nicht denken, ah, das ist wieder nur dieser eine Knacki und so, weißt du, ich meine, der macht wieder so Gangster-Rap, wie Khatar oder wie was für sich, Alter, weißt du, ich meine? Ich versuche es auf meine eigene Art zu machen. Deswegen kann ich dir nicht genau sagen, Alter, jetzt was ich so... Das heißt, vielleicht nächstes Album voll aus. Guck mal, was ich dir sagen kann von mir, was ich momentan zurzeit sehr liebe und so, was mir gefällt und was mich so motiviert, ist so viele Melodien in Texten einzubringen. Für mich dieses 90 BPM-Rappen und so auf Standard-Beats, das ist für mich keine Herausforderung mehr. Weil ich habe mehrmals schon bewiesen, dass ich das drauf habe und dass ich auch ficken kann, wenn ich ficken muss. Verstehst du? Aber für mich ist das Trap-Ding ist für mich so eine Herausforderung, weil das ist wieder was ganz anderes. Da ist dieser, wie nennt man das, dieser Spann, das ist riesengroß, Alter. Spektrum ist riesengroß in dieses Trap-Ding. Du kannst Trap rappen, du kannst Trap singen, du kannst Double Time auf Trap, du kannst alles auf Trap machen. Trap ist halt so vielfältig. Weißt du, was ich meine? Mhm. Deswegen zieht es mich momentan auch mehr an, so in diese Richtung zu gehen. Ich glaube, das letzte Video, was von mir rausgekommen ist, immer wenn du denkst, sollte jetzt für die Leute da draußen so ein kleines Vorgeschmack sein, auf das, was in Zukunft von mir kommt. So in diese Richtung ungefähr. Also eher weniger Gangster-Rap? Doch, immer noch Gangster-Rap, aber auch andere Sachen. Es muss sich nicht immer alles um Gangster drehen und so, weißt du, wie ich meine? Man kann auch seinen Lifestyle trotzdem leben. Du hast auch mal in einem Interview gesagt, also da wurdest du, glaube ich, gefragt irgendwie wegen Features und auch so italienische, du kommst ja aus Italien, Kalabrien und so, die Ecke. Dann hast du, wurdest du gefragt über Feature-Gäste. Würdest du mal irgendwie jemanden aus Italien featuren? Klar, da gibt es schon einige Leute in Italien, die ich gerne featuren würde. Aber das Ding ist, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe so Bezug auf meine Heimat und die Künstler in meiner Heimat so, habe ich jetzt wenig Kontakte, weißt du, ich meine? Mhm. Ich beherrsche zwar die Sprache perfekt, gehe auch oft runter in die Heimat, aber so jetzt, ich lebe auch wie ein Italiener. Ich lebe auch wie ein Italiener, aber ich bin nicht dieser typische Italiener, den jeder denkt und so, den jeder kennt. Ich bin einfach so. Er hat einfach seine Regeln. Ich kann sogar ein bisschen Italienisch. Mein bester Freund aus Freiburg, der kommt aus der Nähe von Napoli, also auch deine Ecke. Und da sage ich dann immer zu ihm: Agumbagna me a casa. Das ist voll Dialekt, Alter. Ja, genau, ich weiß, es ist dieser Dialekt, deswegen wollte ich es gerade auch so erwähnen. Ja, und Feature hier so in Deutschland, also du hast auf jeden Fall ein paar Leute, Amaris, du hast sogar mit Jay, mit dem du ja auch dicke bist. Ja, aber gut, die Features, die ich hier in Deutschland habe, das sind meistens immer die Leute gewesen, mit denen ich auch jeden Tag zu tun habe und so, wie mit Mosenu, wie mit Jay, wie mit Amaris,
Flavor, also die Leute, die ich gefeatured habe, sind immer die Leute gewesen, die um mich herum waren und mit denen ich auch befreundet bin. Es gab selten mal der Fall, dass ich mal ein Feature außerhalb gemacht habe und so. Aber erzähl doch, dass du jetzt einen abgecheckt hast. Was? Italienischen Feature. Ja, ich habe Ding abgecheckt, ein Feature, der heißt Kevin Hustle, der kommt aus Mailand, den müsst ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen, der ist auf jeden Fall gut und der macht so, wie soll ich dir erklären, Alter, der macht Trap, aber auch so viel mit Melodie, Alter, und viel mit Autotune und so und richtig geil, das geht so in die Ding-Richtung, in diese Asch-Richtung oder PNL-Richtung. Check ich mal. Vielleicht sagt es euch was, ich weiß es nicht, das geht so eher in diese Franzackenschiene. Französisch-Italienisch. Ne, aber auf Italienisch. Er macht es auf Italienisch. Ich habe das bisher immer nur aus Frankreich gehört und sehr wenig aus Deutschland, jetzt mittlerweile schon mehr. Aber in Italien gab es das noch nicht so in dieser Art. Dann gibt es noch diesen Sfere Basta, der ist auch gerade momentan voll der Senkrechtstarter in Italien. Galli gibt's, der ist auch ein Senkrechtstarter, hat auch ein paar Millionen Klicks schon auf YouTube bekommen für seine Songs. Und Videos. Und wie macht ihr es dann? Kommt er hierher nach Deutschland? Fahrst du nach Italien? Nee, oder schickt ihr euch das über? Mit diesem Kevin Hustle sollte ich jetzt eigentlich vor kurzem rübergehen nach Mailand, um was zu drehen. Aber das Ding war einfach, dass ich aus gesundheitlichen Gründen nicht rüberfahren konnte nach Mailand. Ich wollte für 4-5 Tage rübergehen. Wir wollten da 1-2 Videos drehen. Aber leider ist es nicht mehr dazu gekommen. Aber wir verschieben es auf ein anderes Mal. Weil mit denen habe ich auf jeden Fall Bock, was zu machen. Er kam auf mich zu, hat mich mit mir telefoniert über einen Freund, der war in Berlin und hat gemeint, ey, ich habe mir deine Sachen reingezogen und du machst es auch noch auf Deutsch und kannst deine Sprache perfekt, Italienisch und so. Ich würde gerne mit dir was machen. Ich so, ja gerne, lass mal von dir was hören. Hab mir was reingezogen und fand den eigentlich sehr gut. Und wie sieht's aus? Du sagst ja, also die Leute, die du kennst, die hast du auch gefeatured. Ist vielleicht jetzt so eine abgedroschene Frage, so wird es mal ein Feature mit dem und dem geben. Aber hättest du vielleicht Leute hier in Deutschland, mit denen du jetzt nicht privat unterwegs bist und trotzdem ein Feature machen würdest? Ich weiß es nicht, also... Klar, gibt es Leute, mit denen ich gerne was machen möchte. Möchtest du welche nennen? Ach, wenn ich das jetzt nenne, dann kommt es mir voll so fanhaft drüber, weißt du, ich meine? Ja, muss ja nicht sein, warum? Es gab ja schon ein paar Mal, dass irgendwelche Rapper gesagt haben, keine Ahnung, Flair hat mal irgendwie gesagt, da gab es eine Zeit, da fand er Schwester Eva cool, hätte er sich vorstellen können, was mit der zu machen, kam halt nicht zustande. Ich finde schon einige Künstler cool in Deutschland, was Musik angeht und Hip-Hop angeht. Zum Beispiel den UFO 361, den finde ich total. Ja, der ist echt gut. Krass, der kam auf einmal. Musik, ja, finde ich nicht schlecht. 187 Straßenbahn, da habe ich sowieso schon mein ganzes Leben lang gehört. Aber die wären dann kein Trap. Die ist sind egal, 187 Straßenbahn habe ich schon damals verfolgt. Die 2006, als Bones MC damals Sinn des Lebens rausgebracht hat. Eigentlich auch schon viel davor, viel früher mit Denton Crimes waren die, glaube ich, früher unterwegs und so. Mhm. Seitdem höre ich 187 schon die ganze Zeit. Die Leute haben es damals so nicht geschnallt und so, dass die übel was drauf haben. Und jetzt guck mal, wo die stehen. Die sind auch mittlerweile auch sehr erfolgreich. Und alles auf eigene Beine, aus eigener Kraft auf die Beine gestellt. Weißt du, ich meine? Das sowas respektiere ich. Kommen wir zu deinen nächsten Sachen. Also ich meine, du sagst, du bist jetzt schon irgendwie daran am Arbeiten, neue Feature-Gäste und so und Videos. Das ist ja alles nicht auf deinem Album drauf. Wie sieht's aus in Zukunft? Wenn du jetzt nicht mehr bei Rapshout bist, wie wirst du dein nächstes Album vertreiben und rausbringen? Wirst du gesigned? Wenn ja, möchtest du schon sagen, bei wem? Hast du was in Aussicht? Guck mal, so ein alter Ding, Alter. So ein alter Fuchs wie ich, weiß ich mein. So ein alter Ganova von der Straße wie ich, findet immer eine Möglichkeit. Nee, Schwachsinn. Auf jeden Fall, ich hab da schon was am Laufen, aber ich will jetzt noch nicht so viel verraten. Erst wenn das alles steht. Was ich sagen kann, ist, dass ich jetzt auf jeden Fall spätestens bis Ende Dezember so viele Songs wie möglich auf die Beine stellen kann, dass so viele Tracks wie möglich fertig sind. Und dann schauen wir einfach mal weiter, was ich mit meinem Projekt mache. Aber da wird es auf jeden Fall eine Lösung geben. Wir kommen gern vorbei und sprechen nochmal über dein Album, okay? Auf jeden Fall. Alles klar, wir bleiben in Kontakt. Cassie, wie jedes Mal, sorry, leider kriegst du jetzt das Mikro nicht in die Hand, weil das ist das Cassie-Interview. Wir können echt gern mal auch mit dir darüber reden. Vielleicht auch. Interviewen dann. Ja, können wir auch mal gerne machen. Lass mal danach, aber nur für Probe. So aber das kommt dann auf den Channel von Jay, okay? Also, du den Passwort nicht. Ja, dann machen wir doch einen Deal. Wir machen einen Deal. Du darfst mich interviewen. Mein Manager, Digga. Okay, du kannst auch gern mit Jay darüber reden und fragst ihn einfach. Da ist mein Manager. Leider rein. Da ist mein Manager. Keine Information, keine Dinge, keine Fotos mehr.
Ding geht nicht. Okay, tut mir leid. Ja, okay. Ich war ja auch nur ein bisschen Spaß. Okay, ich nehme Dings, alles cool. Man muss das alles mit seinem Management erstmal abklären. Alles klar, dann klärt das ab. Danke. Ihr habt ja meine Nummer und dann können wir das klären. Cassie, ich gebe dir das. Okay, nach der Jungs können wir Fotos machen, alles klar. Ich gebe dir das Mikro, du kannst in diese Kamera Shoutouts rauswerfen. Supporten, wen du möchtest, endlich. Sagen, was du willst. Shoutout an. Wen wollte ich jetzt Shoutout machen? Walkman. An Walkman auf jeden Fall. Shoutout an meine Brüder von MRG. Shoutout an alle meine Fans, die meine Musik unterstützen. Checkt Rap United ab. Bewerbt euch bei uns. Wir haben noch einige Plätze frei fürs Line-Up. Wir haben jetzt schon Termine bis Dezember. Und wenn ihr Bock habt, da aufzutreten und wenn ihr denkt, ihr seid bereit dafür, dann checkt es ab und kommt vorbei und bewerbt euch bei uns. Warte, du redest gleich weiter. Kurz Props an Essence, der uns diesen Raum hier Dings genau, Mann. Gestellt hat. Checkt den ab. Danke. Und dann erzählst du weiter. Ja, das war's eigentlich. Gut, danke.